Hallo Liebe, schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn? Freust dich auf die Party? So soll das sein. Schön. Ich sollte ja das Make-up machen, ne? Für die Party. Hast du dir denn da schon bestimmte Farben vorgestellt, die ich beispielsweise für dein Augen-Make-up verwenden soll, für deinen Lippenstift? Soll auf jeden Fall ein bisschen kräftiger sein. Klar, da habe ich ein bisschen was da. Zeige ich dir dann gleich nach und nach. Ne? Ich würde sagen, bevor ich dein Gesicht reinige, den Primer auftrage, kämme ich dir erstmal deine Haare zurück mit kein Make-up oder sonstige Kosmetikartikel hineingeraten. Ja? Mach die dann mit einem Klemmerchen links und rechts fest. Dann nehme ich diese Klemmerchen und stecke dir mal eben die vordere Haarpartie zurück. Jetzt auf der anderen Seite. Nämlich die extra großen Wattepads nehme ich am liebsten. Habe ich ein neues Milky Micellen-Reinigungswasser. Ist aber eigentlich mehr milchig, auch von der Konsistenz wesentlich dicker als Wasser. Besonders pflegend für trockene und empfindliche Haut, entfernt wirksam Make-up, reinigt schonend und ist pflegend Gesicht, Augen und Lippen. Kann man mit der, wie ich finde, Reinigungsmilch gut reinigen. Dann gebe ich ein bisschen auf das Pad. Drücke die Milch schön ein. Mach es dir schön bequem in deinem Stuhl. Ne? Entspannst nochmal, bevor es mit der Party losgeht. Genieß nochmal ein bisschen die Zeit hier mit mir. So. Fange ich schon mit der Base an.
habe ich den Pore Minimizing Primer von Maybelline. Sehr ergiebig. Und den werde ich jetzt auf meine Fingerspitzen verteilen. Und erstmal deine T-Zone. Sind und arbeite mich dann nach außen über die Wangen, die ganze Stirn. Die Augen, werde ich noch mal eben deine Augenlider mit dem Primer eincremen, aber nur ganz wenig. So, das war schon. Gut. Das Tüpchen schließen. Habe ich das Perfect Match Make-up von L'Oreal für dich rausgesucht, weil es deinem Hautton am nächsten kommt. Sehr deckend, wirkt aber nicht maskenartig. Da trage ich ein bisschen was auf das größere Ende des Schwammes auf. Großflächig erstmal. Auch wieder fange ich da mit der T-Zone an und arbeite mich auch von der Nase Richtung Wangen. Gehe ein bisschen mit der Spitze in die Nasenflügel rein. Schön gleichmäßig und sorgfältig sein. Keine blöden Ränder oder Kanten. Und sorgfältig in dein Haaransatz, nicht Einsatz, Ansatz. Aber nur so eben. Dass es so blöd aussieht, ne? Wer macht dir eigentlich die Haare nachher? Und das kann ja auch nur gut werden dann. Schön. Gut, noch ein bisschen hier zum Hals hin ausarbeiten. Das schön gleichmäßig aus. Weiter mit dem Transparentpuder. Da habe ich den von Catrice Nude Illusion Loose Powder. Mir einen schönen großen Pinsel
ganz sanft und fix über deine Haut. Ist auch so weich, ne? Gut. Besonders so die Nase. Sieht die Haut noch mal ein bisschen weicher aus, finde ich. Wenn man da noch leicht hier und da mit losem Puder drüber geht. So. Das war es schon. Kommen wir dann zum Ruß. Da habe ich hier ebenfalls von Catrice Prime and Fine Professional Contouring Palette. Habe ich mir auch einen anderen Pinsel dazu genommen. Ziehst am besten mal eben deine Wangen ein, machst quasi ansatzweise einen Fischmund, dass ich sehen kann, wohin das Puder kommt. Okay, sehr schön. So sehe ich das ganz gut. Gesichtskontur lang. Nicht zu sehr in den Haaransatz, das sieht doof aus. Sehr schön. Gibt dem Gesicht eine gewisse Tiefe. Im Fächerpinsel, dem kleinen, highlighte ich deine Wangenknochen ein wenig mit dem helleren Puder. So. Direkt hier unter das Auge. Nur so ein bisschen. Das hat so einen schönen Effekt. Noch ein bisschen was oben auf deine Lippen und aufs Näschen, aber da habe ich ein anderes. Kommen wir jetzt zu deinen Augenbrauen. Da habe ich für dich rausgesucht. Browliner Waterproof, schön braun. So. Gut. Jetzt erstmal so ein bisschen nach oben. Kleine Lücken ausfüllen, ganz dezent deine Augenbrauen betonen.
bisschen hinterher. Bist auch erstmal wieder hier vorne nach oben und dann wieder in Wuchsrichtung. Da habe ich die Revolution Eyeshadow Palette. Ich zeige dir die Farben. So, jetzt habe ich es. Den Pinsel raus. So. Da habe ich gedacht. So. Dass wir hier in diese dunklen Töne gehen. No. Da hätte ich nämlich noch einen passenden Lippenstift, zeige ich dir gleich auch, dass ich erstmal mit einem helleren Ton anfange und dann außen zur Lidfalte hin das ausarbeite. Ne? Okay, magst du? Sehr schön. Da fange ich dann mit der Farbe an. Schließ mal deine Augen, bitte. Gut, das ist sozusagen meine Base. Der eine oder andere Ton aus dem Bereich schimmert auch sehr schön. Kann ich auch noch hier so mitten drauf Akzente setzen gleich. Nehme ich jetzt meinen anderen Pinsel. Und zwar den hier. Da gehe ich hier in die untere Ecke. Und gehe nur auf das äußere Lid. Quasi wie ein Dreieck. Und verblende das. Blend, 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 blend. Blend, 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 blend. Jetzt auf der anderen Seite. So, dann nehme ich jetzt meinen anderen Pinsel. Der ist noch ein bisschen buschiger. Ich tupfe jetzt wirklich nur ein ganz, ganz kleines bisschen in die.
diesen ganz dunklen Ton. Ja. Und gehe quasi so ein bisschen in die Lidfalte und auch wieder einem Dreieck außen lang. Verblende das ganz gut. Mal ein bisschen Schwung deine Wimpern bringen, und zwar meiner Wimpernzange. Nee, aber vorher mache ich dir noch einen Kajalstrich. So. Genau, die brauche ich gleich noch eben, die Palette. So. Wo ist er denn? Da habe ich hier. Passt von der Farbe super. Einen 3D-Chrom-Kajal. Damit werde ich unter dein Auge gehen. Nicht bis ganz nach vorne. So ungefähr die Hälfte. Guckst du mal bitte nach oben. Ein wenig. Das ist quasi mit dem Eyeshadow übergeht. Okay, dann mit der anderen Seite. Siehst du das? Kann ich das schön weich machen. Wie ich das meine, ne? Ist mega betont. Toll. Geht jetzt richtig schön über. Klasse. Genau, da kommen wir jetzt zur Wimpernzange. Wenn du da deine Augen bitte bis zur Hälfte schließt. Bevor ich die jetzt aber tusche, kommt noch ein Lidstrich drauf. Und zwar habe ich hier einen Intense Color Eyeliner Waterproof. Ist vielleicht nicht schlecht an Silvester, dass das wasserdicht ist, ne? Bitte und ganz still halten.
mal ein bisschen trocknen und dann tusche ich die dann. Ne? Derzeit mache ich dann deine Lippen. Und zwar habe ich den hier für dich rausgesucht. In einer dunklen Farbe, passend zum Eyeshadow. Das ist Color and Butter. Ein Lipstick Pen. Zwar in der Farbe. Na, schon so violett Pflaume. Sieht ganz toll aus. So. Ganz tolle Farbe. Ich würde es jetzt nicht im Alltag tragen, ne? Aber spätestens zu einer Silvesterparty. Da kann man dann schon mal, finde ich, mal ein bisschen kräftiger, mal ein bisschen mehr Farbe auflegen. Ne? Gut. Habe ich für deine Wimpern auch eine Base sozusagen, damit deine Wimpern länger und voller aussehen. Ein Lash Foundation and Base Number One. Hälfte, öffnen das Auge. Tusch, 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 tusch. Tusch, 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 tusch. Tusch, 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 tusch. Tusch, tusch, tusch. Sehr schön. Wow. Oh, das sieht bestimmt gleich Hammer aus. Jetzt komisch aus, weil es so weiß-rosé ist, aber kommt ja gleich noch die schwarze Wimperntusche drüber. Ich lasse es kurz mal antrocknen. In der Zeit gehe ich hier mit dem Ton, siehst du das? Tupfe ich ein bisschen was oben auf deine Lippen drauf. Herzchen quasi. Das hat so einen tollen Effekt. Und ein bisschen aufs Näschen, ja? Und in die Augenwinkel auch noch. Genau. Mache ich. So. Näschen. Gut. Wo habe ich ihn denn? Deine Augenwinkel. Ganz, ganz, ganz wenig nur. Sehr schön. Habe ich ganz normalen schwarzen Mascara ausgewählt. Passt zur Garderobe und auch zu deinem dunklen Make-up.
schönes Bürstchen. Aufklebbaren. Sind wir auch schon durch, ne? Dann nehme ich dir jetzt die Klemmerchen raus und bürste noch mal kurz durch deine Haare. Gut. Durchbürsten. Na, so. Das neue Jahr bekommen jetzt, ne? Lasse dich gleich eh nochmal stylen. Hübsch. Toll. Prima. Fertig sind wir. Gern geschehen. Immer gerne. Ja, dann wünsche ich dir ganz, 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 ganz viel Spaß auf deiner Silvesterparty. Mach nicht so doll, ne? Und ja, dann wünsche ich dir einen wirklich ganz, ganz, ganz tollen Rutsch in das Jahr 2020. Und ich hoffe, wir sehen uns noch ganz, ganz häufig im neuen Jahr. Und ja, dass all deine Wünsche in Erfüllung gehen. Ne? Lass dich drücken. Schön. Viel Spaß. Ne? Bis bald. Tschüss. Berichte, ne, von der